Wir stehen kurz davor, dem Rebellenflaggschiff zum zweiten Mal gegenüberzutreten. In Faster Than Light. Und was wir erstmal machen, ist noch einmal zum Store zurückzuspringen. Um uns nochmal komplett reparieren zu lassen. Um jetzt wieder zurück zum Exit zu springen und in den letzten Sektor. Weil aufgerüstet sind wir komplett. Was anderes zu tun haben wir eigentlich nicht mehr. Jetzt geht es zum zweiten Mal. In The Last Stand. Wir erklären wieder unsere Mission. Das übliche PP. Bekommen nochmal 10 Fuel. Und sehen, das Rebellenschiff ist hier hinten. Und hier wäre natürlich auch noch ein Store gewesen. Egal. Den können wir uns auch nochmal angucken. Aber ehrlich, brauchen wir nichts von. Können wir direkt weiterspringen und auch eine Station reparieren. Bekommen nochmal Fuel, Raketen, Drohnen. Haben wir von allem so viel, bräuchten wir eigentlich gar nicht. Und jetzt geht es gegen das Flaggschiff. Hier ist aber erstmal ein Bataillon der Föderation, die an einem Mond gegen gegen Kriegsschiffe der die warten, die einen Rebellen-Scout entdeckt haben. Na gut, okay. Die warten hier. Ja. Wir tun auch nichts anderes als warten, denn das Schiff kommt zu uns. Und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's los. Das Schiff tarnt sich natürlich erstmal wieder. Der Föderationscruiser kann sich nicht tarnen. Deswegen könnte das ein bisschen schwieriger werden. Aber was wir jetzt natürlich als erstes wieder machen, ist die Dreifachraketen ausschalten. Denn die sind echt böse. Da kommen sie auch schon. Und alle drei treffen sie natürlich. Auch jetzt kommen die Ionen. Wovon zumindest zwei treffen. Okay. Gut, auf was konzentrieren wir uns? Auf die Schilde würde ich vorschlagen. So, jetzt sowohl mit Burst als auch Heavy Laser auf die Schilde schießen und das Ding macht sich natürlich erstmal invisible. Hey, Supi. Zwei weitere Raketen wurden abgefeuert. Wir teleportieren unsere Jungs wieder zurück. Nur damit die direkt mal reparieren helfen können. So, das sieht im Moment ganz gut aus. So, sehr schön. Valeria muss sich einmal heilen. Jetzt gehen wir wieder mit der Rakete auf die Schilde. Die natürlich nicht trifft. Wie hätte es auch anders sein können. Und werden uns ja mal sehen, ob wir es nötig haben, uns gleich noch zu teleportieren. Auf alle Fälle möchte ich, dass sich Neo gleich mal heilt. Nicht, dass der uns hier abnippelt. Das wäre semi-optimal. So, alle Waffen sind wieder online. Das heißt, Rakete. Auf die Schilde. Trifft natürlich auch mal wieder nicht. Deswegen einfach alle restlichen Waffen. Haben wir
nicht genug Feuerkraft. Und die Rakete muss nur noch einmal treffen. Und dann hätten wir die erste Form wieder hinter uns. Wir zielen wieder auf die Schilde und können nur noch warten. Und kaboom! Das war Phase Nummer 1. Ionenkanonen sind disabled. Und wir können jetzt erstmal nichts machen. Ja, wir springen dem Schiff hinterher. Wir haben nicht allzu viel Schaden genommen, das ist gut. Und wir hätten vielleicht warten sollen, bis unsere Schilde komplett oben sind. Ja, das hätten wir wirklich tun sollen. So, jetzt müssen wir den erstmal wieder die Raketen auseinandernehmen. Weil das, wie gesagt, die gefährlichsten sind. Und da haben wir jetzt natürlich einen Hüllenschaden. Ich hoffe, wir schaffen es, die Raketen auszuschalten, bevor der Roboter, also so, dass wir uns so schnell wie möglich zurück teleportieren können. Na, das war natürlich blöd. So, Raketen sind ausgeschaltet. Jetzt wieder zurück, Jungs. Und wir haben es geschafft, einen Schaden durch die Hüllen zu bekommen. Wir werden hier jetzt erstmal gut beschossen, müssen erstmal die Kampfdrohne besiegen. Sind wieder mit einem Schaden durchgekommen. So, das lief doch eigentlich ganz gut. Da kommen wieder jede Menge kleinere Drohnen. Mit unserem Fighter-Kommando gehen wir in unsere Waffenstation, damit wir gegen die Drohne da gleich gefeit sind. Und unser Artillery Beam leistet hier grandiose Arbeit. Und der letzte Schuss des Burst Lasers zerstört auch die zweite Form. Jetzt heißt es hier erstmal reparieren, reparieren, reparieren. Die Hüllenbrüche müssen gefixt werden. Ah. So, ihr beide direkt raus. Ihr könnt schon mal da warten. Wie sieht's ansonsten mit der Lebensenergie aus? Das sieht ganz gut aus. Ups, du warst noch nicht ganz voll geheilt. Habe ich zu früh schon geklickt. So, jetzt könnt ihr beiden zurück. Und unsere beiden Engie können sich auch mal heilen. Und eigentlich können wir auch mal das komplett hochballern und dann bei solchen Sachen, je nachdem, was wir brauchen, das Benötigte immer schön hochpumpen. So, das sollte jetzt fertig sein. Und ja, alles wieder so, wie wir es brauchen. Und wir springen dem Schiff hinterher. Dem Flaggschiff. Dritte Form. Energieschild. Das müssen wir erstmal zerstören, bevor wir uns teleportieren können. Also heißt es warten. Und ich gönne mir ein Schlückchen zu trinken. Okay, gut.
Nur 2 der 3 Raketen haben getroffen. Wir werden ein bisschen reparieren. Das tat weh. Aber es ging. Alle einigermaßen auf Posten. Warum hat unsere Rakete bitte nicht getroffen, wenn ich mal fragen darf? Ah, okay, wir haben... Ah, genau, die teleportieren sich ja jetzt bei uns rein. Wir nehmen denen erstmal die Luft weg. Jetzt ziehen wir hier dem Feuer die Luft weg. Powern auch mal wieder unsere Schilde hoch. Ist vielleicht ganz sinnvoll. So, Breach-Rakete. Hat die Waffen getroffen. Nicht alle Türen schließen, sondern nur die. So, jetzt können wir alle schließen. Und jetzt sollte das Ding kein Problem mehr sein. Wir konzentrieren alles Feuer auf die Brücke und damit wäre es auch dieses Mal geschafft. Wir haben mit der Hyperion gewonnen. Und jetzt können wir auch endlich mal lesen, was denn hier stand. Ja, ein Game von Subset Games, created by bla bla bla, pipapo. Und jetzt, wo ich mich beim letzten Mal ja gewundert hatte, warum denn hier so jede Menge komische Namen, nenne ich es mal, das waren die ganzen Leute, die per Kickstarter denen geholfen haben. Aber den Abspann brauchen wir uns ja nicht noch einmal anzutun, deswegen drücken wir einfach mal Enter und können direkt zum Victory Screen springen. Wir haben einen neuen Highscore, schön. Gucken die Stats an. Das ist unser jetziger. Ja, ich habe auch schon mit Typ B und dem Mantis Cruiser schon bereits gespielt. Ja, auf alle Fälle gar nicht mal schlecht. Ganz knapp hinter der Nices. Ja, und ich würde mal sagen, das hier war jetzt eine, glaube ich, eher etwas kürzere Folge oder war es normal? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber auf alle Fälle sehen wir uns beim nächsten Mal im Hangar wieder. Und dann gucken wir mal, mit welchem Schiff wir uns als nächstes auf die Reise begeben. Also Leute, ciao!